Ja. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Sinking City. Ich bin ein Depp und habe vergessen, Aufnahme zu drücken. Was haben wir denn gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe beim letzten Mal das Wasser, ich glaube, das war auch noch mit dabei, oder? Das komische Wasser habe ich gesammelt. Aus dem Keller bin ich hingelaufen, da habe ich eine Leiche gefunden. Dann habe ich Wasser geholt für den Barkeeper, damit er mir Informationen gibt. Dann bin ich zurück zum Barkeeper gegangen, hat mir eine neue Position gesagt, wo ich hin muss. Dort habe ich Leute in einer Gasse gefunden, die mich nach einer Losung gefragt haben. Und jetzt haben die mich zu ihrem Boss gebracht. Da ist der Mister im Rollstuhl. Ich würde ihnen alle Knochen brechen, wenn Papa Brut nicht etwas dagegen hätte. Was ist denn los mit Wer dir? sind Sie und was zum Grog wollen Sie? Und fassen Sie sich kurz, junger Mann. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich bin Privatdetektiv, ich heiße Charles Reeds. Ich bin Privatdetektiv. Mehr tut nichts zur Sache. Ganz schön schnippisch. Wie Sie meinen, junger Mann. Ich glaube, ich weiß, wer Sie sind. Sie haben für Throckmorton gearbeitet, richtig? Also, was wollen Sie? Ich will jemanden aus der Stadt schmuggeln. Viele Leute wollen Oakmont verlassen, junger Mann. Aber nur wenige haben es je geschafft. Das wird nicht leicht. Und wie alles im Leben, was einem lieb ist, wird es auch nicht billig. Und was wird es mich kosten? Eigentlich würde ich keinen Finger für einen Neuankömmling krumm machen. Aber Sie haben mit diesem Affenliebhaber Throckmorton zu tun. Das ist interessant, denn das sagt mir, dass Sie zu gebrauchen sind, junger Mann. Ich hätte da etwas, das erledigt werden muss, aber es muss unter uns bleiben. Okay. Einverstanden. Was soll ich tun? Was, wenn die Sache nicht für mich ist? Nicht für mich ist. Einverstanden. Was soll ich tun? Ich habe wohl keine andere Wahl. Also, was soll ich tun? Eins vorweg. Ich bin Brutus Carpenter, das rechtmäßige Oberhaupt der Familie Carpenter. Des Weiteren, vor einer Woche hat jemand versucht, mich umzubringen. Sie wollen doch nicht, dass ich den Täter aufspüre und töte, oder? Nein, junger Mann. Das könnten auch meine Männer erledigen. Ich will ihn nicht tot sehen, sondern lediglich wissen, wer es war und warum. Ich weiß, das klingt ungewöhnlich, aber nachdem ich fast gestorben wäre, wurde mir klar, dass Vergeltung nicht immer die Lösung sein muss. Ich will es mal anders versuchen. Sie wollen den Täter nicht tot sehen. Gnade hätte ich von einem Gangsterboss nicht gerade erwartet. Wo ist der Haken? Es gibt keinen, junger Mann. Sie können von mir denken, was Sie wollen, aber wenn man den Tod vor Augen hatte, sieht man manche Dinge anders. Was genau ist Sie passiert? haben mein Interesse geweckt. Was genau ist passiert? Ich erwachte im Krematorium, eingerollt in einen Teppich. An meinem Zeh hing ein Zettel wie bei einer Leiche und ich war voll mit einem merkwürdigen, widerlichen Schleim. Es gelang mir, da rauszukommen. Doch was ich dann zu Hause sah, ließ mich denken, ich wäre nicht ganz richtig im Kopf. Was haben Sie denn gesehen? Mich selbst, junger Mann. Da war ein Kerl mit meinem Gesicht, der zur Tür hinausging, als wäre es das Normalste auf der Welt. Daher beschloss ich, erst einmal mit ein paar Männern hier unterzutauchen und die Sache zu verdauen. An was erinnert sie sich? An was erinnern Sie sich vor dem Was war das Krematorium? Letzte, an das Sie sich vor dem Krematorium erinnern können? Ich erinnere mich noch ganz genau an ein Abendessen eine Woche vor dem Vorfall. Alles danach weiß ich nur noch bruchstückhaft. Zum Beispiel, dass ich etwas in mein Tagebuch geschrieben habe. Was genau, weiß ich nicht mehr, aber es war wichtig. Vielleicht steht dort, wie alles angefangen hat. Und das Tagebuch befindet sich noch in Ihrem Haus? Ganz genau, junger Mann. In einem Tresor in meinem Zimmer. Sie dürfen ihn knacken, falls es nötig ist. Ich schreibe Ihnen die Adresse auf. Du kannst mir auch den Code zu seinem Tresor sagen. Oder einen Schlüssel geben. Haben Sie schon versucht, etwas zu unternehmen? Bestimmt haben Sie schon versucht, etwas gegen den Eindringling zu unternehmen, oder? Natürlich, junger Mann. Ich würde Sie nicht um Hilfe bitten, wenn die Sache ein Kinderspiel wäre. Meine Männer haben gesagt, dass sie mein anderes Ich getötet haben. Aber
der Kerl ist immer noch in meinem Haus. Ich schätze, diese Idioten haben den Falschen erwischt. Gibt es Verdächtige? Haben Sie eine Idee, wer dahinter stecken könnte? Es muss jemand sein, der mir nahe steht. Deswegen kann ich niemanden trauen. Nicht einmal meinen Sohn Graham habe ich kontaktiert. Normalerweise hätte ich ihn mit der Sache betraut. Ich bin jetzt verwundbar und darf nichts riskieren. Deswegen wollte ich ausnahmsweise einen außenstehenden Graham vorziehen. Wo finde ich das Krematorium? Wo befindet sich das Krematorium der Stadt? Ach natürlich, woher sollen Sie das wissen? Sie sind ja neu hier. Hier haben Sie die Adresse. Alles klar. Warum benutzen Sie einen Rollstuhl? Ich sehe, können Sie ohne Hilfe stehen. Warum benutzen Sie einen Rollstuhl? Sind Sie immer so neugierig? Aber gut, ich verrate es Ihnen, wenn es Sie so brennend interessiert. Ich bin alt und an manchen Tagen fühle ich mich erschöpft. Dieser Rollstuhl hat mich noch nie im Stich gelassen, im Gegensatz zu den meisten Menschen. Warum haben Sie Ihren Sohn sonst immer so groß? Warum haben Sie Ihren Sohn sonst immer groß Vertrauen? Sie erwähnten Ihren Sohn, Graham. Würden Sie mir mehr über ihn erzählen? Graham? Warum interessieren Sie sich für ihn? Er hat mit der Sache nichts zu tun. Sie scheinen sich ziemlich sicher zu sein. Natürlich. Graham ist eine ehrliche Haut. Und der Krieg hat ihn noch rechtschaffender gemacht. Was manchmal zu Konflikten geführt hat, das muss ich zugeben. Wir hatten die ein oder andere Meinungsverschiedenheit. Vor allem was das Familiengeschäft betrifft. Aber er könnte keiner Fliege etwas zuleide tun. Schon gar nicht mir. Auf Wiedersehen. Interessanter Charakter auf jeden Fall. Und er scheint gar nicht so mies drauf zu sein, wie man denken würde über einen Gangsterboss. Okay, gefällt mir. Wo bin ich jetzt, frage ich mich. Ihr seid ja voll viele Gangster hier, ne? Gibt es hier sonst noch was? Das ist aber düster hier unten. Wir sollten den Müll entsorgen. Papa Brute wird jeden Augenblick hier sein. Was ist das denn jetzt da für ein Teil, was ich gefunden habe? Mehr kann ich hier nicht. Habe ich sonst alles oder was? Ist jetzt nicht so viel, was ich habe. Das Blut ist noch nicht lange trocken. Wer auch immer hier so viel Blut verloren hat, hat bestimmt kein gutes Ende genommen. Der Fleck ist fast weg. Gefällt es Ihnen hier, Neuankömmling? Gewöhnen Sie sich dran. Aus Oakmont kommt jetzt nämlich niemand mehr weg. Oh, hier bin ich. Okay. Hab schon mal vergessen, was sollte ich machen? Genau, ich sollte mich... Genau. Ach, das ist immer noch derselbe Fall. Okay, I get it. Brutskarpner versteckt. Brutskarpner nutzt ein Haus in der Calmshore Street zwischen den Seven Oaks Street und der Skipper Road im westlichen Teil des Bezirks Salvation Harbor als Versteck. Okay. Brutskarpners Aussage. Vor einer Woche wachte Brutskarpner in einem Krematorium des Friedhofs an der Ecke Wayne Road im Phillip Street im südlichen Teil des Bezirks Reeds High auf. Er war nackt mit einem widerlichen Schleim bedeckt. An seinem Zeh hing ein Zettel, wie bei einer Leiche. Brutskarpner wollte bei lebendigem Leib eingeäschert werden, konnte aber entkommen.
Doppelgänger im Brutskarnershaus. Brutskarpner glaubt, dass ihm jemand aus seinem Weg räumen wollte, um seinen Platz einzunehmen. Er muss eine Person gewesen sein, die ihm nahesteht. Er kann sich nicht mehr an viel erinnern, aber vermutlich, dass er sein Tagebuch im Tresor seines Zimmers aufschloss. Darüber geben könnte, wer der Schuldige ist. Ich muss unbemerkt in das Haus des Carpenters gelangen. Das Anwesen befindet sich in der Goldbridge, wo zwischen der Century Avenue und der Hilda Street im südlichen Teil des Bezirks Old Grove. Erstmal nach Old Grove. Das ist Old Grove, okay. Das Anwesen befindet sich in der Goldbridge Road zwischen der Century Avenue und der Hillside. Goldbridge, Century, Hillside. Goldbridge. Goldbridge. Century, Hillside. Also direkt neben dem. Nun ist das ja kein allzu weiter Weg. Ich dachte, er hätte auch so ein gigantisch großes Haus. Weg da. Hier. Kurz nur einen Schluck Wasser trinken. Ein weiter, ne? Ich muss das Outfit auch bald mal wieder wechseln. Keine Ahnung, ich finde das schon ein bisschen... Also wenn ich das tatsächlich nicht sehe, das sieht halt komisch aus. So, hier soll das sein. Schätzen mal, das ist das, oder? Esurm Widerin. The Carpenter Families offers food and medicine between... Die Carpenter geben täglich zwischen 9 und 17 Uhr Essen Medikamente ein. Achso, das soll eine Zahl sein, die dahinter steht. 9 AM. One piece per person. Haben Sie ein Problem? Haben Sie ein Problem? Haben Sie ein Problem? Oder was ist hier los? Hey, Sie! Lungern Sie hier nicht herum. Nur Arbeiter haben Zutritt zum Grundstück. Was ist hier los? Ich brauche Vorräte. Ich brauche Vorräte. Können Sie vielleicht etwas erübrigen? Ja, etwas Medizin. Danke. Keine Ursache. Was ist Sie hier? Sie geben kostenlose Vorräte aus? Ganz schön großzügig. Mr. Carpenter ist ein Stützpfeiler der Gemeinde und spendet selbstlos die Hälfte unserer Vorräte an die notleidende Bevölkerung von Oakmont. Ich suche Arbeit. Man sagte mir, Sie hätten vielleicht etwas. Sicher. Im Keller des Hauses steht ein Sack Kartoffeln. Bringen Sie ihn her, okay? Alles klar. Dann frisch ans Werk. Wiedersehen. Willst du mich verarschen? Den Eingang hättest du nicht geschafft. Oh. Sieht ja hübsch eingerichtet aus. Ganz schön rot. Meeresglocken. Meeresklingern. Oh, guck mal, hier Rollstuhl und so weiter. Da oben sind die Bosse. Salt. Die haben ja richtig viel Nahrung. Crazy. Also, wo sind die Kartoffeln? Nee, sind keine. Nach oben gegangen, okay. Die haben ja auch richtig viel Kohle. Guck mal, es geht sogar noch weiter nach unten. Da ist ein Monster drin. Das weiß ich. So. Ugh.
Bitte, guter Mann, nehmen Sie mir nicht mein Essen weg. Ihr Essen? Das ist Diebesgut. Dieser Sack war für die Hungernden gedacht. Wir sind Hungernde, Mister. Ich und meine Familie muss 5 Kinder durchbringen und hab nichts zu essen für sie. Ohne den Sack verhungern wir. Geben Sie sich einen Ruck. Es gibt kostenloses Essen. Das verstehe ich nicht. Es gibt auch kostenloses Essen. Die Carpenters verteilen es an die Leute, also warum stehlen? Die geben mir nur eine Ration, obwohl ich ihnen gesagt habe, dass meine Frau und meine Kinder zu schwach sind, um herzukommen. Ja, ich nehme den Sack mit. Tut mir leid, aber Diebstahl geht zu weit. Ich nehme den Sack mit. Haben Sie Erbarmen, Sir. Bitte tun Sie das nicht. So lauten die Regeln, mein Freund. Und Sie bleiben hier. Ich bete zu Kauil, dass er mir noch einen weiteren Tag gibt. Hast du Pech gehabt? Dann geh doch arbeiten. Glaub's ja wohl. Muss ich mich hier wieder um alles kümmern? Der erste nimmt das Gewehr, der zweite die Munition. Wo ist der Typ? Die Sache ist erledigt. War ein Kinderspiel. Gut, hier haben Sie Ihren Lohn. Es gab da allerdings ein kleines Problem. Was für ein Problem? Einer Ihrer Arbeiter hatte den Sack entwendet. Aber ich erwischte ihn und nahm den Sack an mich. Gute Arbeit. Aber was sollen wir jetzt mit dem Dieb machen? Ihren Boss wird das sicherlich interessieren. Aber wie ich sehe, haben Sie viel zu tun. Wie wäre es, wenn ich es ihm sage? Ich werde hier in der Tat gebraucht. Vera, gehen Sie zu Mr. Graham Carpenter und melden Sie den Vorfall. Er ist oben. Thank you very much. Hey, Boys. Ein bisschen abnehmen musst du mal, ne? Ein Arbeiter hat. Das sieht ja komplett anders aus. Mr. Carpenter? Ja, Graham Carpenter. Was kann ich für Sie tun? Einer Ihrer Arbeiter hat gestohlen. Und zwar einen Sack Kartoffeln. Oh. Ich hoffe, meine Männer haben die Sache nicht selbst in die Hand genommen. Noch nicht. Gibt es eine Möglichkeit, das Problem ohne Gewalt zu lösen? Die Familie des Mannes leidet Hunger. Ich werde niemanden bestrafen, der nur versucht, seine Familie durchzubringen. Warum hat er mich nicht einfach um mehr Essen gebeten? Sagen Sie ihm, er kann das Diebesgut behalten. Und falls er mehr braucht, soll er wiederkommen. Vielleicht braucht er ja auch Medizin. Können Sie ihm das hier geben? Viel ist es nicht, aber besser als nichts. Warum sind Sie so großzügig? Darf ich fragen, warum Sie plötzlich so großzügig sind? Warum verteilen Sie kostenlos Vorräte? Ich will den anderen einflussreichen Familien in Oakmont mit gutem Beispiel vorangehen. Gemeinsam könnten wir die Stadt zu einem besseren Ort machen. Zumal die Menschen nach der Sache mit dem vergifteten Fisch nichts mehr zu essen hatten. Oh. Ich musste zur Tat schreiten, um eine Hungersnot zu vermeiden. Danke. Das ist jetzt höchst interessant. Ich habe den Fisch vergiftet. Wäre das vielleicht alles gekommen, wenn ich das nicht gemacht hätte? Ich dachte, Brutus hätte hier das Sagen. Wer ist Brutus? Auf Wiedersehen. Ich möchte keine unnötigen Fragen stellen. Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Paris, im Dezember 1918. Direkt nachdem die Waffen geschwiegen haben. Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Ich dachte, Brutus hätte es hier das sagen. Ich dachte, Brutus sei der Kopf der Familie Carpenter. Hat sich das etwa geändert? Nee, ganz und gar nicht. Mein Vater hat immer noch das Sagen. Ich habe lediglich einige seiner Pflichten übernommen. Er ist nicht mehr der Jüngste und braucht mehr Ruhe.
Wait, also bist du doch der Sohn. Du bist der Sohn. Der war Trubo. Die Maske. Warum tragen Sie sie? Eine Kriegsverletzung. Verzeihen Sie, aber ich möchte nicht darüber reden. Auf Wiedersehen. Okay, ich dachte, die sind einfach alle behindert und erkennen... bescheuert und erkennen nicht das. Ja, die bekommt man nicht, wenn man im Schützengraben bleibt. Ich dachte, er sollte sich als Alte verkleiden und die denken alle, dass das der wäre. Interessant. Mitteilung zu Brutus Zimmertür. Papa Brut darf nicht den Schlüssel zum Zimmer bekommen. Er hat ihn schon zweimal irgendwo im Haus verlegt. Die Tür gibt nicht nach. Was ist das denn? Höchst interessant. Brutus Carpenter, nehme ich an. Ja, das ist richtig. Haben Sie etwas zu essen gebracht? Ich bin sehr hungrig. Nein, tut mir leid. Ach, dann gehen Sie. Auf Wiedersehen. What? Ah, waren Sie nicht derjenige, der Robert einen Affenliebhaber genannt hat, Brutus? Wait, what the heck? Es geht ab hier. Die Flasche ist seit Jahren leer. Da glaubt wohl jemand, eine Flasche kann einem ewiges Leben bescheren. Wait, was ist das für ein Symbol? Fuck, hätte ich mal besser bei Japanisch aufgepasst, ne? Ich meine, teilweise kenne ich sie, aber... Oh! Titan! Brutus Carpenters Tagebuch. Die Sache hat eine unerwartete Wendung genommen. Ich stehe kurz vor einer umfassenden Verjüngung. Ich hätte nicht gedacht, dass es die Glaubensgemeinschaft dieser alten Kirche noch gibt. Und schon gar nicht, dass sie mir helfen kann. Vielleicht täuscht dieser Hohepriester seine Abneigung gegenüber den Menschenschaften meiner Familie nur vor. Oder aber es versteht endlich. Was ist denn gerade los? What the heck? Vielleicht täuscht dieser Hohepriester seine Abneigung gegenüber den Menschenschaft. Meiner Familie nur vor. Oder aber er versteht endlich, warum ich meinen Verfall aufhalten muss. Und dazu muss ich ihn noch... Was ist denn gerade los? Nur noch treffen. Bin ich gerade komplett Legastheniker oder was? Die Kosten spielen keine Rolle. Zumal ich in Oakmont der Einzige bin, der ein ewiges Leben verdient. Morgen ist es soweit. Die Stadt wird einen neuen, jungen Brutus Carpenter zu Gesicht bekommen. Schöne Waffen. Okay, interessant. Ich habe gerade ein bisschen irgendwie ein gelber Zettel an der Brutus Carpenter Krematorium bewusst. Okay. Ein gelber Zettel. Wir haben Brutus Carpenters C, als er im Krematorium des Bewusstseins wiedererlangte. Darauf steht der Name Jack White. Woher habe ich das denn jetzt auf einmal? Mitteilung von Brutus Zimmertür. Papa Brut darf nicht den Schlüssel zum Zimmer bekommen. Er hat ihn schon wieder irgendwo im Haus verlegt. Ich war doch gar nicht im Krematorium. Ich gebe den Alten erstmal ein komisches Essen wieder, der Spinner, der noch steht. Ich bin minimal verwirrt jetzt gerade, was hier abgeht. Keiner von denen weiß, dass es der Falsche ist.
Da bin ich wieder. Sie können aufatmen. Sie dürfen den Sack mitnehmen. Kauil segne Sie, Sir. Dank Ihnen haben meine Kleinen heute was zu beißen. Hören Sie, ich habe Carpenter Ihre Lage erläutert. Sie sollen vorbeikommen, wenn Sie wieder etwas brauchen. Er wird sich um Ihre Familie kümmern. Echt? Wusste nicht, dass Mr. Carpenter so großzügig ist. So kenne ich die Familie gar nicht. Danke nochmal, mein Freund. Wie waren die Carpenters früher? Sie meinten, die Carpenters hätten sich geändert. Wie waren sie denn früher? Nun ja. Hey, Sie können offen mit mir reden. Keine Sorge. Es bleibt unter uns. Früher waren sie böse. Sehr böse. Verbrecher und Mörder waren das. Angeblich hat Brutus, das Familienoberhaupt, mehrere Frauen missbraucht und ist ungeschoren davongekommen. Furchtbar. Man bezeichnet sie als große Familie und in Oakmont haben sie das Sagen, zusammen mit den Throgmortons und Blackwoods. Vor denen müssen sie auf der Hut sein. Ich habe etwas für Sie. Hören Sie, ich habe eine Überraschung für Sie. Eine Überraschung? Was denn? Ein Pony! Carpenter bat mich, Ihnen das hier zu geben. Möge Cahill ihn und seine Großzügigkeit segnen. Danken Sie ihm herzlich von mir. Ich bete zu Cahill, dass er mir noch einen weiteren Tag gibt. Okay. Ich bin jetzt ein bisschen confused. Wo habe ich das jetzt schon wieder? Vor einer Woche wacht Brutus Carpenter, da soll ein lebendig lernen, bla bla. Wo ist das denn? Friedhof. Krematorium des Friedhofs an der Ecke Wayne Road und Phillips, im südlichen Teil des Bezirks Sweetside. Wayne und Phillips. Sweetside, südlichen Bereich. Krematorium, Wayne. Sweetside, Wayne. Hurricane. Philip Street. Ach, das Wayne. Wayne. Also es ist wahrscheinlich hier, das sieht mir auch schon, das ist ja sogar ein Kreuz. Okay, sehr gut. Dort links. Ich glaube, das ist ein Bug, dass ich da jetzt schon diesen komischen Zettel habe, also diese Info. Das hat mich komplett verwirrt. Da war ich nämlich verwirrt und deswegen wusste ich nicht, was da abgeht. Da hinten haben wir den Friedhof. Grüße Sie, guter Mann. Ich hoffe, die Angels sind Ihnen wohlgesonnener als mir. Ach, ich armer Tropf. Was ist passiert? Irgendwelche Danes haben Gräber auf dem Friedhof geschändet. Denn wenn ich die Leichen nicht bald finde, wird der Stadtrat davon erfahren. Aber wo soll ich nur mit der Suche anfangen? Ich werde gefeuert, das weiß ich. Dabei ist das der einzige Beruf, der zu mir passt. Mutti hat das immer gesagt. Vielleicht kann ich Ihnen später öffentlich helfen. Ich kann Ihnen helfen. Leute zu finden ist mein Spezialgebiet, wenngleich sie in der Regel noch am Leben sind. Oh, den Angels sei Dank, guter Mann. Ich werde mich bei Ihnen erkenntlich zeigen. Ja, das werde ich. Sie finden die drei geschändeten Gräber auf dem Friedhof. Ich habe sie gekennzeichnet. Ach, und Sie brauchen sich nicht die Kleidung schmutzig zu machen. Die Leichen bringe ich dann zurück. Sie müssen sie nur finden und mir dann sagen, wo sie sind. Kurz.